Haben wir da jetzt auch ein bisschen über Kunsthandwerk gesprochen und kommen jetzt zu einer anderen Kunst, zur Kunst der Karikatur. Das muss man sich ja irgendwie schon mal trauen, dass man sich von so einem Künstler karikieren lässt, weil, wenn wir uns ehrlich sind, besonders vorteilhaft sieht das selten aus. Jetzt startet die Eurokatür in Wien. Ab Mittwoch stellen da die internationalen Karikaturisten ihre Werke aus. Und wir wollten mal wissen, wie fühlt sich das an für Menschen im Scheinwerfer Licht, wenn die abgebildet werden. Und deshalb haben wir zwei Karikaturisten gebeten, die Hauptdarsteller des Musicals I Am from Austria zu karikieren. Nun lach doch mal, nun lach doch mal. Ich freue mich, weil ich ja schon eigentlich eine lebende Karikatur bin. Du hast doch sonst Humor. Es kommt wahrscheinlich sowas raus wie Hamster mit Mumps, sage ich immer. Nun lach doch mal, nun lach doch mal. Ich habe das Gefühl, wir werden bald sehr lachen alle. Dann lache ich dir was vor. Ich stehe jeden Tag mit diesen Karikaturen hier auf der Bühne und ich freue mich, dass ich da endlich auch mal so gezeichnet werde. Auf der Bühne von I Am From Austria im Raimundtheater herrschte Vorfreude, aber auch Anspannung. Karikaturen sind hier Deko-Elemente im Musical. Jetzt trafen Musical-Stars auf Karikaturisten. Deine Mäkel sozusagen oder deine Eigentümlichkeiten werden ja noch hervorgehoben in der Karikatur. Insofern ist es sehr, sehr aufschlussreich. Man sieht dann wirklich genau die Schwachstellen. Man braucht also innere Werte. Man muss sich auf seine inneren Werte besinnen. Man muss irgendwo ein Normgesicht verinnerlicht haben und schauen, aha, wo ist der anders? Ja? Und dann übertreibt man genau das. Naja, die Nase natürlich. Die Nase und das spitze Kinn vielleicht da ein bisschen so, aber sonst, ja. Es ist ja nur hier, glaube ich, oder? Also nicht weiter runter, oder? Also, nee, das muss nicht sein. Also ich achte zuerst auf den Händedruck, weil ich mit dem Händedruck einer Person schon weiß, wie weit ich gehen kann. Wenn jemand wirklich gute Karikaturen macht, dann sieht er ja auch die Seele des Menschen und nimmt die in die Karikatur hinein. Und ich glaube, dass man daraus sehr viel lernen kann. Ich hoffe, ich muss nicht zu vieles lernen. Und dann ging alles ganz schnell. Mit geschultem Auge und flinker Hand wurden subjektive Eindrücke zu Papier gebracht. Keine Zeichnung brauchte länger als 20 Minuten. Was ich mir wünsche, ist ja, dass es mich auf jeden Fall zum Lachen bringt. Ja? Und dass es natürlich ein bisschen ins Herz trifft. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich sehe nur die Reaktionen von ihm und natürlich auch von meinen lieben Kollegen und das macht mich sehr gespannt. Ich habe das Gefühl, ich habe es ihm gerade gesagt, als ob er gar nichts macht, sondern wirr irgendwie auf diese Leinwand oder auf dem Blatt Papier da herumzeichnet. Ein bisschen was sieht man sogar, weil der Bernd nämlich, haben wir gerade besprochen, interessanterweise die Mimik total spiegelt. Wenn man ernst schaut, schaut er auch ernst. Wenn man lächelt, lächelt er mit. Überraschung und Wiedererkennungswert waren dann doch gleich groß, werden die Karikaturen doch im Theater öffentlich ausgestellt. Muss mich erst gewöhnen an, ja, natürlich erkenne ich, bei den Ohren war er eh nett. Ich erkenne mich wieder an der Brille, eindeutig. Nein, ich erkenne mich schon sofort wieder an den Augen, Kinnpartie, das hat er auch natürlich gleich aufgefangen. Gell? Meine Augen, noch eine Spur näher und ich wäre ein Zyklop. Ja, nicht schlecht. Ich bin Jean-Paul Belmondo als Zyklop. Das wird das neue Plakat, würde ich sagen. Ich würde das einfach so jetzt 80-fach vergrößern und überall in Wien aufhängen. Nein, da freue ich mich. Das wird im Raimundtheater aushängen. Im Foyer. Ja, bin ich dabei. Und wir stellen Ihnen heute noch einen Mann vor, der hoch hinaus will. Am liebsten sieht er die Welt von oben und liefert uns dabei auch noch atemberaubende Bilder.